So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns jetzt in der letzten Folge oder Ende der letzten Folge die Kutte von Duncan Walpole, heißt er ja, einem Assassinen, den wir ja vorher getötet haben, angeeignet und ja, wollen uns jetzt auf Weg nach Havanna machen und seine Belohnung einheimsen. Doch vorher möchte ich gerne mir mal ganz kurz diese Truhe, die hier vorne ist, holen. Dieser Schoner sollte ausreichen. So, müssen wir gerade mal gucken, weil jetzt hier... Aha, wir müssen hier runter irgendwie, komm. Wir gehen in ein Sperrgebiet. Na gut, das machen wir dann mal. Aber, weiß, dass hier hinter noch eine Truhe sich befindet und die werden wir uns jetzt tatsächlich erstmal, wenn möglich, holen. Wenn ich da hochkomme überhaupt. Hier hinter diesem Wasserfall befindet sich eine maritime Truhe mit 122 Real, Silbermedaillons 100 und Silber Servierteller. Warum auch immer, die kann man wahrscheinlich bei einem Händler irgendwo verkaufen. Nur ich möchte gerade mir ganz kurz mal angucken, ob wir hier irgendwo auf Feindpräsenz. Also das ist ein Sperrgebiet auf jeden Fall. Ich vermute, oder ich würde fast wetten, eigentlich, dass es so ist. Ja. Da sind nämlich einige Feinde. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Wir sollen jetzt mal auf jeden Fall einen Kingston. Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin nur ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Warte mal. Sir, ich guck gerade, ob der... Ich habe nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Moin. Bleib hier! Anpersonen! Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpersonen benutzt werden. Das, was wir jetzt gerade getan haben oder was wir gerade tun. Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich ihren Zielen heimlich zu nähern. Das, was ich am liebsten so mache. Stopp sie! Warte mal, jetzt müssen wir gerade gucken. Komm mal. Ich habe einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Warte mal. Komm her, mein Freund. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Moin. Einer weniger. Ich weiß gar nicht, wie viel es überhaupt sind. Sind es nur die drei? Eins? Ach nö, da sind noch mehr. Drei, vier, fünf. Ja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Nehmen wir gerade mal die... Da, das. Komm her, mein Freund. Komm. Put, 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 put. Put. Hallo. Sag mal, bist du blöd jetzt ein bisschen? Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. So. Wir verstecken uns mal hier gerade. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Und tschüss. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Gut, dann. Na komm. Komm ich da ran? Ja. Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! So, weniger. Einer weniger. Jetzt fehlen nur noch die drei da. Die Frage ist, wie kommen wir die ran? Wie kriegen wir die getrennt? Das Problem, der eine, der... Oh Gott! Ah. Oh Gott! Oh, der ist schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt gerade. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Ich kann gerade nichts machen. Das ist das Problem, weil ich die... Ich könnte auch theoretisch mit drei... Nee, das ist Schwachsinn. Da mit drei Mann darauf zu gehen gegen drei. Normal ist eine Karte, ne? Da vorne. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Nee, das wird nichts machen bringen. Ja, ist egal. Kommt, wir versuchen's. Moin, Sepp! Oh Gott! Oh Gott! Nehmt meinen Zucker! Und der kann hier nichts machen. So, wir haben es geschafft. Ja, ging doch noch.
Relativ gut. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän. Und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? So, wir sollen das Ruder des Schiffs erreichen, aber ich habe hier irgendwo noch eine Karte auf dem Schirm. Warte mal kurz, die will ich gerne holen. Ja. Da gibt es wohl Ach, da ist noch ein. Da befindet sich die Karte wahrscheinlich. Ich kann ihn hier wahrscheinlich plündern. Deswegen nehmen wir sie mit. So gefällt. Schatzkarten. Finden Sie Schatzkarten bei der Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie begraben, können Sie Geld oder Pläne finden, um ein Schiff, aufzurüsten. Natürlich. Benutzen Sie Steuerkreuz rechts links, um die Karten auszuwählen, und drücken Sie Dreieck, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen Sie zum richtigen Ort. Das Bild hilft Ihnen, dort die richtige Stelle zu finden. Dieses ist auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Falls wir einen hätten. Nein, habe ich aber nicht. Also, wir gucken gerade mal, wo wir gerade sind. Das heißt, wir müssen... Warte mal. Da ist das Schiff. Das heißt, wir müssen irgendwo zu einem... Okay. Kann man die... So, Frage, Schatzkarten. Oh, ist das anstrengend. Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Warte mal. So, die Frage ist, wo müssen wir da hin? Wir stehen ja auch neben einer Palme. Da ist der Verstorbene. Das heißt, wir müssen eigentlich ziemlich gerade gehen. Wir machen es einfach mal gerade. Nur mal kurz zur Demonstrierung, würde ich sagen. Wir müssen gerade, da muss irgendwo was sein. Das war jetzt eigentlich keine Absicht. So, immer weiter geradeaus. Da muss ja mehr oder weniger irgendwas sein. Diese Höhle? Fragezeichen? Könnte nämlich, ne? Würde ich was sagen, ja, dass es so ist. So, das heißt, wir müssen irgendwo da hinten ran. So, war keine Absicht jetzt. Ich will eigentlich wirklich hier hinten bestimmt drin, oder? Komm. So, was haben wir denn hier drin? Ja, 1500 Real haben wir gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir haben zumindest schon mal die Schatzkarte genutzt, um uns zumindest ein kleines Schätzchen. So, wir sind jetzt bei 3400 Real. Damit können wir natürlich dann irgendwann Waffen kaufen, Ausrüstung kaufen, Schiffsbauteile kaufen. Ich nicht schön. So, schade. Na gut, dann nicht. So, dann machen wir uns mal auf zum Schiff. So wie diese Mission. Ich habe dann. Da haben wir noch irgendwas eigentlich jetzt so Wichtiges auf der Karte hier. Was ist irgendwie noch wichtig sein könnte am Ende. Nö, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Auf diesem Blick.
Na gut, dann machen wir uns erstmal auf den Weg nach Havanna, nach Kuba. Die Hauptstadt von Kuba tatsächlich. So, einmal kurz auf dieses, an dieses Schiff ran. Und dann klettern wir mal da hoch. Moinsen, da sind wir doch. Und Steuerruder nehmen. Da sind noch ganz willkommen viele. An Bord, Duncan. Rein theoretisch. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Warte mal, kann ich da jetzt irgendwie mal kurz auf die Karte gucken? Wo wir gerade... Ach nee, das ist nicht die, wo wir jetzt gerade sind. Das ist das, wo wir hin müssen, wo noch ganz viele unterwegs sind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja. Segel setzen! Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Rein theoretisch können wir ja auch, hätten wir auch die beste Art ganze Truhe noch holen. Aber ist halt so. Ist das Delfine rechts gewesen gerade oder was? Ich hab's gerade richtig gesagt, falsch gesehen. Na dann, machen wir uns mal auf den Weg auf die hohe See. Mehr Segel, alle Segel! Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Die Frage ist, kommen wir ja erstmal hier raus. Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Ja, die Frage ist... Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Wir sollten jetzt mal tun, ist aufpassen, dass wir nicht über die Sonne fliegen. Über den Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum und diese Dinge. Ja, lass uns jetzt erstmal gerade... Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. So, wir fahren jetzt hier ein bisschen vorsichtiger durch, weil nicht, dass wir hier um auf einer Sandbank auflaufen und das Schiff unnötig beschädigen. Setzt jeden Zoll Segel! Deswegen, na, Piano. Wir müssen ja gucken, dass wir hier rauskommen erstmal. Das ist ja nicht, das sollte jetzt eigentlich kein großer Akt sein. Komm ich da raus? Ne, komme ich nicht raus. Vergiss es, da fahre ich außen rum lieber. Da kommen wir auch nicht durch, nicht mit dem Schiff. Vergiss es. Fahren wir da jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und dann sind wir raus aus der... Segel setzen! Aus der Enge. Das wurde nämlich auf einmal... Wow, Hallöchen, Wal! Und wir haben es geschafft. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. So, damit sind wir jetzt auf dem Weg nach Havanna, zumindest in die Richtung. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. So, damit sind wir erstmal raus aus dieser kleinen Erinnerung. Wir sind jetzt bei Abstergo. Helden werden nicht geboren. Aktion abgeschlossen. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Mhm. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Kann ich das jetzt irgendwie so einfach? Ja. Bon.
Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Unglaublich schön, nicht wahr? Schon ziemlich krass auf jeden Fall. Nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Man muss aber auch sagen, dieses Spiel ist ja schon ein paar Jährchen älter. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Ja, das Spiel ist was aus dem Jahre 2013. Nur so nebenbei. Eine Minute, d'accord? Hallo? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. So. Okay. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Nö, ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben gerade. Also jetzt wirklich nicht. Ich meine, die werden uns schon irgendwo vertrauen. Da bin ich mal jetzt von ausgegangen, weil das jetzt natürlich jemand. Da wäre natürlich jetzt jemand Externes gewesen wären. Ich glaube, da wäre es schon ein bisschen heftiger gewesen. Oh, geiler Aufzug mit dem Aquarium. Sorry, ich kann dir gerade nicht folgen. Doch, jetzt. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Ja, das WLAN-Symbol. Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Dann machen wir das doch mal. So, kann ich das... Ah ne, müssen mit Dreieck. Dann gehen wir da mal hoch. Bereit? Dann los. So, okay. Dann machen wir das mal wieder kleiner hier. Ah, unser Boss Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages einfach fantastische Erfahrungen daraus schmieden. So, gucken wir uns mal ein bisschen. Also wäre schon ein geiler Arbeitsplatz, muss ich mal sagen. Also zumindest alleine hier von der ganzen Aufmachung, von dem ganzen Aufbau hier. Oh, wer bist du hier? Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Ja, brauchen cool. Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. So. So, jetzt sollen wir zum Animus zurückkehren.
Das werden wir jetzt auch tun. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Okay. Gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt gleich auf jeden Fall einen kleinen Folgenbreak machen, während wir gerade hier so ein bisschen die Aufmachung damit von Havanna sehen und wir scheinbar hier angekommen sind. Und damit haben wir das Tutorial beendet. Und wie gesagt, noch einmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. In der Zeit der Piraten. 1715. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Havanna, Kuba im Juli 1715. Gut, das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich freue mich wieder, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Bis dahin. Tschüssi.